Hallo da draußen, willkommen zu einer weiteren Folge Der Weg mit Daddy. Ich habe heute ein etwas wichtigeres Thema für euch da draußen, nämlich für die verzweifelten Eltern. Ich habe euch für euch Tipps zusammengesammelt, was ihr macht, wenn das Kind nicht aufhört zu schreien. Ja, liebe Eltern da draußen, ich weiß, es ist sehr anstrengend. Unser Kleiner hat am Anfang wirklich stark zu einem Schreibaby tendiert und es war anstrengend, weil man nicht immer unbedingt wusste, warum er jetzt schreit. Er hat die Nähe bekommen, er hat die Pampers gewechselt gehabt, er hat die Nahrung bekommen. Ihm ging es eigentlich gut, aber wir wussten trotzdem nicht, warum er schreit. Es ist Gott sei Dank besser geworden. Am Ende haben wir festgestellt, es lag dann doch an den 3-Monats-Koliken. Aber es gibt auch hier ein paar Tipps, die ich für euch habe, was ihr tun könnt, wenn das Kind nicht aufhört zu schreien, wenn es sich schon reingesteigert hat. Darum geht es. Direkt erstmal vorneweg. Es ist ganz normal, dass ein Baby schreit. Es ist vollkommen normal. In den ersten Lebensmonaten wird es sogar mehr anstatt weniger. Ist einfach so. Das Kind kann sich nicht anders artikulieren. Es kann sich halt nur über dieses laute Schreien mitteilen. Es gibt auf jeden Fall eine wichtige Regel, die ihr im Hinterkopf halten solltet. Das Kind schreit nicht, weil es euch ärgern will, sondern weil es gerade ein Bedürfnis hat. Habt ihr euch hoffentlich notiert? Es schreit nicht, weil es dich ärgern will. Es schreit, weil es gerade irgendwie ein Bedürfnis hat, was gestillt werden muss. Ansonsten gibt es hier die Regeln, wenn das Kind sich schon mal reingesteigert hat. Der erste und wichtigste Tipp, ja, wie soll es anders sein, ist, ihr müsst ruhig bleiben. Ich weiß, es ist sehr schwer. Das ist, glaube ich, deswegen kommt dieser Tipp auch als erstes, weil es ist die schwerste Aufgabe, die ihr habt. Und daran solltet ihr denken, bewahrt Ruhe. Weil sobald ihr irgendwie aggressiv oder hektisch werdet, überträgt sich das auf Kind. Das Kind spürt das gerade, dass ihr nicht mehr die ruhig seid und das macht das Ganze nur noch schlimmer. Es ist, als würdet ihr Feuer mit Feuer bekämpfen. Zweiter Tipp ist, auf Ursachenforschung zu gehen. Wie ich schon mal in einem meiner ersten Videos erklärt habe, da oben das 4S-System, versucht zu gucken, was das Kind gerade hat. Schreit es, weil es irgendwie Hunger hat? Schreit es, weil es die Windel voll hat, weil es Schmerzen hat oder weil es nicht schlafen kann? Verschiedene Faktoren gibt es da, geht auf Ursachenforschung, nämlich das, beruhigt euch und ihr wisst, was dann passiert. Ja, der dritte Punkt ist, versucht das Kind zu beruhigen. Haltet Blickkontakt, schunkelt es, nimmt es in den Arm. Diese Nähe sorgt dafür, dass das Kind in der Regel ruhig wird. Und wenn es sich schon irgendwie total eingeschrien hat, das ist der vierte Punkt, geht an die frische Luft. Meistens ist ein Tapetenwechsel gerade das, was das Kind irgendwie gebraucht hat. Und schon beruhigt sich das Kind. Falls sich das Kind dann doch eingeschrien hat, und das ist der fünfte und letzte Punkt, wenn es wirklich nach 10 Minuten nicht aufhört und ihr wirklich bei der Weißglut seid, legt das Kind ins Bett und wechselt den Raum und atmet mal durch. Das ist dann, um euch zu beruhigen. Da steht der Kind gar nicht im Vordergrund, da steht ihr im Vordergrund, dass ihr euch beruhigt, weil ansonsten kann es sein, dass man irgendwie durchdreht. Es gibt natürlich jede Menge Menschen da draußen und jeder ist anders und man will das natürlich alles vermeiden. Auf jeden Fall kann ich euch nur sagen, schüttelt das Kind nicht. Es gibt Eltern, die schütteln ihr Kind. Diese Eltern gehören meiner Meinung nach direkt geköpft. Aber leider gibt es die Todesstrafe nicht mehr. Trotzdem solltet ihr das Kind nicht schütteln, weil das kann viele bleibende Schäden verursachen und kann dafür sorgen, dass das Kind sogar stirbt. Und das wollen wir natürlich nicht. Ansonsten sage ich, danke fürs Zusehen und abonniert mich. Bis zur nächsten Folge der Weg mit Daddy.